Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Digital Fat Reviews. Heute schauen wir uns mal E-Bikes an, die potenziell ein Fahrzeug, ein Auto in der Stadt ersetzen könnten. Weil der Witz mit den E-Bikes ist ja eigentlich, dass das normale E-Bike eigentlich nur ein Fahrrad ersetzt und dementsprechend nicht so wirklich der Umwelt was Gutes tut. Wenn wir jetzt aber ein E-Bike haben, also sowas ähnliches wie ein Cargo-E-Bike, mit dem man eben ganz gut was transportieren kann, dann haben wir tatsächlich was Gutes getan für die Umwelt, weil potenziell könnte dieses E-Bike ja ein Auto ersetzen. Und die schauen wir uns an. Jetzt möchte ich aber nicht in die Richtung Cargo-E-Bikes gehen, sondern mehr in die Richtung modulare E-Bikes. Da haben wir ja beim Modmo tatsächlich auch schon gesehen, dass die das so machen, dass man ganz einfach vorne und hinten Kindersitz ranmachen kann oder so ein Körbchen mit ranmachen kann, so dass man eben was transportieren kann. Und da gibt es tatsächlich auch noch ein paar andere Hersteller, die eigentlich so ein ähnliches Konzept haben, aber gar nicht so teuer unterwegs sind wie das Modmo. Und beim Modmo wissen wir ja auch nicht so wirklich, ob all das, was Modmo versprochen hat, auch wirklich so kommen wird. Und die anderen, die sind tatsächlich schon so weit, dass wir wirklich sehen können, was es da geben wird. Das Preisrange ist mal wieder von 2.299 beim Modmo und dann geht es eben runter bis auf 1.699, also wesentlich günstiger als das Modmo. Und dementsprechend denke ich, das ist eigentlich eine ganz gute Alternative. Vielleicht nicht so smart, wie das Modmo mal versprochen hat zu sein, aber dafür modular aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die drei Fahrräder an, die Modular Mobility versprechen, das gleiche, was Modmo eben auch verspricht, und die tatsächlich potenziell ein Fahrzeug, also ein Auto in der Stadt ersetzen könnten. Viel Spaß dabei! Das erste modulare Fahrrad auf meiner Liste ist das Saigon von Modmo. Von dem habe ich euch tatsächlich schon einige Male berichtet und ich war am Anfang absolut begeistert von Modmo. Doch leider hat sich herausgestellt, dass nicht alles ganz so toll kommen wird, wie es hier ursprünglich mal angepriesen wurde. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Fahrrad. Also ihr bekommt hier das Modmo Saigon für 2.299 €, je nach Konfiguration. Das Fahrrad wiegt dann 17 Kilogramm. Ihr habt einen abnehmbaren Akku mit 630 Wattstunden Kapazität. Das bereitet euch tatsächlich ganze 200 Kilometer Reichweite, heißt es zumindest auf der Webseite. Ihr habt einen Aikema-Motor, der ist vorne eingebaut und bringt 55 Newtonmeter Drehmoment. Dann habt ihr hydraulische Scheibenbremsen, keine Federung und angetrieben wird das ganze Fahrrad mit einem Riemen. So von den ganzen Spezifikationen klingt es natürlich schon mal fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wir schauen es uns jetzt einfach mal genauer an. Also hier sieht man das Fahrrad, das Modmo in seinem Werbefilm, haben wir hier auch noch das Navigationssystem vorne im Lenker integriert. Ganz so wird es nicht kommen. Das wissen wir inzwischen. Und es gibt hier auch tatsächlich auf der Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Modmo regelmäßig Updates. Dann könnt ihr tatsächlich sehen, was denn nun wirklich kommen wird. Wenn wir uns aber das Modmo jetzt angucken, dann sehen wir, es ist schon ein ganz stylisches Fahrrad. Hat eben diesen Gates Carbon Riemen mit drin, der Akku ist hier schön integriert, kann rausgenommen werden, dafür müsst ihr aber das Fahrrad dann auch hinlegen. Und ihr seht, ihr kriegt das Basispaket für 2.199 €. Wenn ihr dann allerdings hier nicht das Single Speed, sondern 11-Gang haben wollt oder dann sogar noch den 11-Gang Electronic Shifter haben wollt, dann seid ihr schon bei 2.599 €. Und was jetzt hier so ein bisschen auffällt, ist, dass man eigentlich noch gar keine Mods, also verschiedene Befestigungssysteme sehen kann. Man sieht jetzt hier nur, es ist modular aufgebaut und man sieht hier, es gibt wohl ein Mod for every mood. Das heißt also, hier vorne sind schon mal zwei verschiedene dran, hinten haben wir drei verschiedene dran. Aber das sind alles nur Renderings. Es gibt also bisher noch keine echten Mods zu sehen. Auf dem YouTube-Kanal von Modmo hat man mal eins irgendwie als Prototyp gesehen, aber ihr könnt es zumindest hier noch nicht mitbestellen. Und da sind die zwei anderen Fahrräder, die ich euch gleich noch vorstellen werde, tatsächlich dem Modmo ein bisschen voraus. Ja, ansonsten bin ich hier sehr gespannt. Ich werde natürlich versuchen, hier irgendwie eine Probefahrt zu machen, wenn es geht. Das ist schon alles sehr vielversprechend bei dem Modmo, aber wir wissen eben nicht, inwieweit das wirklich so kommen wird, wie es hier dann steht. Und dementsprechend bin ich dann noch ein bisschen skeptisch unterwegs. Aber cooles Bike, jetzt schauen wir uns mal das nächste an.
Das nächste modulare E-Bike auf meiner Liste ist von Agoura und ist das Modular Bike. Wenn wir hier auf die Webseite mal schauen, dann sehen wir, das ist modular, weil man nämlich hier ganz einfach auch verschiedene Mods sozusagen, also Gepäckträger, vorne und hinten ganz leicht befestigen kann. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also ihr habt hier auch eine sehr coole Beleuchtung vorne und hinten und eben auch reflektierende Farbe mit dran, so dass es eben ganz gut leuchtet. Dann habt ihr hier die verschiedenen Adapter mit dran, also ihr könnt einfach vorne einen Gepäckträger mit dran nehmen, vorne einen Gepäckträger und hinten noch so einen kleinen Koffer, einen Kindersitz hinten, vorne noch ein Körbchen und Taschen hinten und hinten sogar zwei verschiedene Kindersitze und insgesamt ist die Belastung, also die Zuladung vorne eben 20 Kilo und hinten sind es ganze 50 Kilo. Also ihr seht hier sogar, es ist platzsparend zusammenklappbar, das heißt, ihr könnt den Lenker ganz leicht umklappen und die Pedale einklappen und so passt es dann wirklich irgendwie ganz flach an die Wand und ihr könnt es mit 65% weniger Platz irgendwo hinstellen und dann ist es natürlich eigentlich ganz gut zu lagern. Genau so steht es dann hier zum Beispiel an der Wand. Die Pedale lassen sich einklappen. Es ist ultra leicht, also 16 Kilogramm, je nach Konfiguration kann es auch hochgehen bis zu 17 Kilogramm. Ihr habt hier so eine intelligente Motorsteuerung noch mit dran. Der Motor ist ein 250 Watt Motor mit 36 Volt. Eine Lithium-Ionen-Batterie habt ihr mit 300 Wattstunden. Die ist in ganzen 3 Stunden wieder vollgeladen und soll euch eine Reichweite von bis zu 70 Kilometer bescheren. Der Motor hat ein Drehmoment von 60 Newtonmeter und das ist ordentlich in dieser Klasse. Unterstützt werdet ihr natürlich bis 25 km/h. Ihr habt 5 verschiedene Unterstützungsmodi und ihr habt eben auch einen Hinterradnabenmotor. Angetrieben wird das ganze Bike hier mit einem Riemen und das kommt natürlich in 3 verschiedenen Konfigurationen. Also wenn ihr das Single Speed nehmen wolltet, dann habt ihr auf jeden Fall einen Riemen. Dann könnt ihr auch den Riemen noch nehmen, wenn ihr eine 3-Gang-Nabenschaltung nehmen wollt. Und falls ihr die 8-Gang-Schaltung nehmt, dann habt ihr natürlich eine Kette. Dann habt ihr eben eine integrierte Beleuchtung vorne und hinten. Ihr könnt dann auf dem Akku auch den Füllstand der Batterie sehen. Ihr habt Shimano hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Disc und das ist schon ordentlich. Das kenne ich ja von meinem Conquer Bike, das bremst gut. Dann habt ihr auch hier diese Schwalbe Big Apple Reifen und die federn ja selber noch mal ein bisschen, weil sie doch ziemlich ballonartig sind und dementsprechend braucht ihr hier gar keine Federgabel, für ein Stadtrad sowieso eventuell unnötig und dementsprechend denke ich, hier kann man nämlich auch noch mal Gewicht sparen, indem man keine Federgabel vorne hat, sondern dafür eher diese Ballonreifen. Ja, und jetzt kommen wir hier nochmal zu den verschiedenen Konfigurationen. Also ihr könnt das 1S nehmen, das Unisex 8S, das Low Step 8S oder das Unisex 3S. So sieht das Fahrrad dann aus. So, alles in allem muss ich sagen, es ist ein sehr cooles Fahrrad und für 1669 Euro, denke ich, ist das ein absolut fairer Preis. Genau, also hier seht ihr, das 8-Speed kostet 1996 Euro. Ihr bekommt das One-Speed-Belt, also Unisex hier, ohne was dran, sogar für 1869 Euro. Wenn ihr dann den Hybrid mit der Kettenschaltung mit 8-Gang haben wollt, dann zahlt ihr 1995 Euro. Dann gibt es hier noch das Modular Bike Hybrid mit der 3-Gang-Schaltung und einem Riemenantrieb Unisex natürlich. Die sind alle vom Rahmen her gleich und hier zahlt ihr 2389 Euro. Insgesamt denke ich aber, es ist ein schickes Bike. Der Mittelteil hier, der erinnert so ein bisschen an mein Conker-Fahrrad, auch wie hier der Akku mit angebracht ist. Denke ich mal, das könnte irgendwie vielleicht sogar der gleiche Rahmenhersteller sein. Für mich aber ein gelungenes Design. Vom Preis her denke ich, ist es sehr attraktiv. Und ich denke, das ist auch ein sehr interessantes Konzept, was hier Agoura auf die Beine gestellt hat. So, und dann kommen wir schon zum nächsten modularen Bike in meiner Liste.
Das nächste modulare E-Bike auf meiner Liste ist das Muto. Hallo, wir sind Muto, ein cooles E-Bike, endlose Möglichkeiten und das alles für 1699 Euro. Das hört sich interessant an und schaut auch irgendwie stylisch aus. Wer ist denn nun eigentlich Muto? Muto ist ein Mehrzweck-E-Bike, das so anpassungsfähig und flexibel ist wie seine Nutzer. Eine Elektromobilitätslösung, die für die Transportprobleme von heute konzipiert ist. Ja, und hier habt ihr eben dieses coole Click-and-Roll-System, wo ihr ganz einfach hinten so ein Körbchen mit ranmachen könnt oder eben auch vorne noch was ranklicken könnt. Also das System ist, glaube ich, sehr ausgeklügelt und da kriegt ihr ganz einfach verschiedene Teile mit ran. Und es gibt nämlich auch jede Menge Zubehör und zwar 25 verschiedene Zubehörteile für ihr E-Bike wurden entwickelt. Und dann könnt ihr auch einfach hier verschiedene Pakete nehmen, zum Beispiel das Shop-and-Go-Pack, wo ihr dann hinten einen Riesenkorb habt für die Einkaufstasche und vorne kriegt ihr die Melone noch rein oder das Family-Life-Pack. Da könnt ihr hinten eure Kinder mitnehmen und dann vorne habt ihr noch Platz für einen Kaktus und eine Pflanze oder eben das Work-and-Play-Pack. Dann habt ihr einfach hier hinten euren Business-Suitcase mit drauf und fahrt gemütlich zur Arbeit. Und wenn ihr zum Sport fahrt, dann nehmt ihr einfach das Sporty-Pack mit und könnt vorne die Isomatte und hinten den Tennisschläger noch mit drauf schnallen. Also echt ein cooles Fahrrad und das Coole an dem Fahrrad ist natürlich auch noch, wenn der Akku wirklich mal leer ist, dann treten sie bei diesem E-Bike wie bei einem normalen Fahrrad in die Pedale. Naja, und das Ganze wird möglich gemacht dadurch, dass wir hier eben einen Frontmotor mit drin haben. Aber da ist es eben nicht das Problem, dass der Motor nicht ganz auskoppeln kann, wie das bei einem Mittelmotor sein könnte, sondern da ist im Prinzip nur vorne die Narbe ein bisschen schwerer, aber ansonsten dreht sich das Rad ganz normal mit. Uns geht es um das Wesentliche, nämlich mit viel Leidenschaft und harter Arbeit und langen Werkstattstunden haben die hier diesen Prototypen gebaut. Und da sehen wir jetzt folgende Faktoren. Also es gibt diesen M-Rahmen in vier verschiedenen Farben. Es ist immer der gleiche Rahmen. Dann habt ihr eben hier diesen Vorderradmotor, der bis 25 km/h unterstützt und ganze 42 Newtonmeter Drehmoment hat. Das ist jetzt nicht ordentlich viel, aber das reicht vollkommen aus und es ist ja eigentlich ein Stadtrad. Dementsprechend würde ich sagen, auch 42 Newtonmeter reichen hier. Der Akku ist voll integriert, lässt sich aber ganz leicht abnehmen und der ist in 3 Stunden auch wieder voll. Der verspricht eine Reichweite von 70 Kilometer. Bei 252 Wattstunden ist das ein bisschen unrealistisch und deswegen steht auch noch weiter hinten auf der Seite, dass eigentlich so knappe 43 Kilometer der Durchschnitt wären. Dann habt ihr hier dieses Click ein Roll-System, das haben wir ja gerade schon angesprochen, für 25 Zubehörteile. Ich glaube, da ist für jeden was mit dabei. Die Räder sind eben auch hier diese großen Schwalbe Big Ben Reifen. Da habt ihr eigentlich schon so eine gewisse Federung mit eingebaut und deswegen braucht ihr hier nicht nochmal eine explizite Federgabel vorne, spart auch nochmal Gewicht. Apropos Gewicht. Beim Gewicht sind wir hier nicht ganz ohne unterwegs, nämlich haben insgesamt 23,5 Kilo. Das ist nicht gerade wenig, aber dafür habt ihr hier eben ein solides Fahrrad. Und wenn der Akku noch nicht ganz leer ist, dann unterstützt euch auch das Fahrrad und dann merkt ihr das Gewicht sowieso nicht. Ihr habt auch eine integrierte Beleuchtung, LED-Seitenlicht für Sicherheit und auch noch Front- und Rückleuchten. Dann habt ihr Leistung über die Kontrolle, ihr habt hydraulische Scheibenbremsen und ihr habt auch die 8-Gang-Nabenschaltung von Nexus. Dann ist ein Schloss mit dabei. So, also es hört sich alles sehr cool an. Jetzt wollen wir das mal uns anschauen, wie das denn aussieht. Ja, hier seht ihr nochmal die technischen Daten. Also Reichweite ist hier mit 43,5 Kilometer. Meter noch angegeben, ich denke mal, aber die meinen Kilometer. Dann habt ihr die 8-Gang-Nexus-Nabenschaltung. Hier sind nochmal die Bremsen erwähnt. Ladezeit für 100% 3,5 Stunden. Hier ist das Gewicht mit 23,5 Kilogramm angegeben. Der Motor ist von Eleon, hat 42 Newtonmeter und natürlich 250 Watt. Ist ein Vorderrad-Nabenmotor. Und hier ist jetzt eigentlich auch ein ganz cooler Konfigurator mit dabei. Hier könnt ihr eure verschiedenen Farben auswählen. Dann könnt ihr euch das Fahrrad von allen Seiten mit angucken. Hier ist eben noch dieser Muto-Schriftzug, der an der Seite dann auch noch leuchtet. Dann seht ihr hier auch schön die 160 mm Scheibenbremsen vorne und hinten. Und hier sind eben diese Muto Click-and-Roll-Verschlüsse mit dran, um ganz einfach vorne und hinten was zu befestigen. Genau, hier oben ist natürlich noch die Steuerung für die Unterstützungsstufen. Dann suchen wir uns das mal aus. Also von den Farben her gibt es Schwarz, Grau,
blau und weiß. Ich nehme jetzt einfach mal blau. Dann könnt ihr direkt noch auswählen, was ihr denn gerne hättet. Ich nehme jetzt mal diesen Chamäleon-Bambus für vorne und hinten nehme ich auch mal einen Chamäleon-Bambus in L. Dann sieht das ganze Fahrrad nämlich so aus und ich finde, das ist eigentlich sogar ganz stylisch. Jetzt würde ich das für 1.838 Euro bekommen. Wir glauben, dass sich jede gute Lösung weiter verbessern lässt. Für manche mag es verrückt klingen, aber wir sind überzeugt, wenn es uns gelingt, den Menschen das Zurücklegen ihrer Wege in der Stadt zu erleichtern, dann wird das gesamte Leben in der Stadt schöner. Und das denke ich eben auch. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, in der Stadt einfach weniger Autos zu haben, die Stickoxide produzieren und die Straßen einfach voll machen. Wir haben viel zu wenig Parkplätze. Für Fahrräder wäre das alles gar kein Problem. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass mehr Leute aufs E-Bike steigen und dementsprechend mehr Leute mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sind, dann haben wir doch was Gutes getan. Und dazu brauchen wir eben modulare Systeme, wo man gut noch was mit transportieren kann. Ansonsten bringt ein Fahrrad auch nichts. Und deswegen bin ich voll überzeugt von diesen drei Rädern. Und das Muto ist tatsächlich hier auch eins meiner Favoriten. Ja, was meint ihr? Welches Modular Bike, welches Modular E-Bike ist euer Favorit? Und meint ihr wirklich, dass so ein Fahrrad tatsächlich ein Fahrzeug, also ein Auto innerhalb der Stadt ersetzen könnte? Oder sollte man dann doch lieber gleich ein Cargo Bike nehmen, weil man einfach viel mehr Platz hat? Hier noch die Frage an euch. Wenn euch Cargo Bikes interessieren, dann mache ich gerne auch mal ein Video zu einem Cargo Bike oder zu den Cargo Bikes, die in meiner Favoritenliste drinstehen. Bisher war das jetzt nicht so wirklich meine Richtung, in der ich recherchiert habe. Aber wenn es euch interessiert, mache ich da gerne auch mal ein Video zu. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und klickt gerne noch auf den Subscribe-Button da unten. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und Servus.